sagst, es wird zur Sache gehen. Also ich erwarte auch ein sehr physisches Spiel. Gerade im Hinblick auf die Playoffs soll an den Baum gepinkelt werden, soll eine Duftmarke gesetzt werden. Bamberg seit 46 Spielen national in eigener Halle umgeschlagen. Tucker mit dem Auftakt 4-3. Und das Duft oder dem Wurf noch hinterher. Ich glaube, jeder Korb jetzt gerade in der Anfangsphase wird unheimlich emotional aufgeladen auch noch sein. Man versucht sofort das Momentum auf seine Seite zu ziehen. Das Hinspiel in Berlin haben die Albatrosse gewonnen und Allen, der sicherlich im Laufe des Spiels noch das eine oder andere bei der Wurfbeobachtung im Punkto Derek Allen kommt. Schön gespielt, wieder auf Tucker. Wildes Ding, aber gut. Missverständnis, Ballgewinn Allen. Foulspiel Roberts, ich denke. Ja, es war Frankfurt. Derek war ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er ist überhaupt in jeder Mannschaft einfach der Arbeiter schlechthin. Also ich habe keinen Spieler bisher erlebt, der so konsequent vor dem Training, nach dem Training arbeitet. Und die Frequenz oder die Quantität macht das bei ihm einfach aus, dass er hochprozentig auch jetzt wirft wieder. Tucker stark im Offensivrebound. Tucker ganz stark. Also das ist schon eine Wühlmaschine. Das schon eher mit, ja, mit dem kontrollierten Abschluss eines Fast Breaks. Hier in der Frankenhölle, in Freak City, in der Stechert Arena. Der Tabellenführer der BKBBL, toller Stil von Tucker gegen den zweiten. Roberts muss er machen. Und dann nimmt er wieder. Hier kann man das schön erklären, Pascal. Matchup gelesen, gesagt, das ist eine Isolationsmöglichkeit für mich gegen Slaughter, der kann mich nicht halten. Und die anderen Berliner haben sehr gut mitgespielt, ihm den Raum gegeben. Ja, und das ist etwas, was Bamberg. Punkte, aber ihm fehlt bisher im Spielverlauf ein klassischer Post-Up-Spieler. Sie haben Derek Allen ein, zwei Mal bisher im Low-Post den Ball gegeben. Und ich wollte gerade fragen, spielt er überhaupt mit? Den siehst du so gut wie gar nicht, ne? Also in der Offensive siehst du ihn so gut wie gar nicht bisher. Er ist relativ wenig, ich glaube, generell in das System eingebunden. Also er ist mehr derjenige, der über Offensive. Jacobs. Gavel, Block kommt von Tucker. Also er macht das auch gnadenlos. Gerade ein bisschen, während die Werbung lief, mal reinhören, was Coach Gordon Herbert seinem Spieler mit auf den Weg gegeben hat. Er ist etwas unglücklich über die 1-gegen-1-Verteidigung. Er sagt, sie müssen da viel solider spielen. Sie geben zu viele leichte Penetration. Nächste Situation, die wir jetzt bei Berlin im Angriff wahrscheinlich sehen werden, ist eine auch Isolationssituation, in der Bryce Taylor gegen Roberts in dem Fall 1-gegen-1 spielen soll. Das ist bei EB Galabokis. Allen, gut gemacht. Schön gemacht, sehr schön, ja. Gut verteidigt von Bryce Taylor. Wood. Wieder gut gespielt, wunderbar abgelegt. Toll gespielt von sich zu haben. Ja? Richtig, also. Genau. Da sind sie zu weit weg, die langen Leute. Aber das ist immer so etwas, da legt Herbert extrem Wert drauf und das werden sie auch sich nochmal anhören können nächste Woche. Tucker wirklich mit einer noch hat Alba hier nicht verloren. Es sind 12 Rückstand. Das ist schon ein ordentliches Brett. Aber das ist natürlich alles andere als eine Entscheidung. Gut gespielt. Auf Pleiss. Der geht nochmal hinterher und tippt den Ball raus. Jetzt ist in der Ecke Tucker völlig blank. Und haut rein. Für drei. Gleicher Anfang wie in der Verteidigt. Also das ist erstaunlich, dass wir das bei Alba sehen. Ja, sie spielen auch schön, aber um die Verteidigung. Das ist eine Mannschaftsverteidigung, auf die Gordon Herbert ganz großen Wert legt. Also und von der Ballfernseite. Ja. Richtig, da muss einer schon eigentlich in der Zone stehen. Au! Au! Hier im Bauernstall. Sie spielen ja selbst damit, die Anhänger aus Bamberg, dass sie von den Berlinern als Bauern bezeichnet werden. Die Antwort, der hat aber wirklich am Wurf gearbeitet, der trifft sehr, sehr gut heute. Der etwas beschleunigt, also das ist für mich das Phänomen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich geht das nicht. Haben, ja. Der hat ihn noch nicht in der Hand, dann hat er schon abgeschlossen. Das ist Wahnsinn. Ballgewinn Alba. Wurde schön gespielt, Schrittfehler. Ja, vor allem sehr schön sich vom Ball getrennt. Also Bamberg war drauf und dran, ihn zu faulen, um einfach den schnellen Griff zu unterbinden. Und er hat früh in den Kontakt, so hat er noch ein bisschen Möglichkeit gehabt, Richtung Baseline diesen Wurf anzubringen. Weiß macht einen sehr, sehr guten Spieler. Gepostet hat, er suchte Körperkontakt und suchte den Weg zum Korb.
auch wieder gut gespielt. Der Zappel findet da oben, ist unglaublich. Weaver. Gut verteidigt von Slaughter, sehr gut verteidigt. Zwingt ihn zu diesem Notpass, Ball ist bei Papier. In der Auszeit auch gesagt, nur mit die Verteidigung. Aber tolle Aktion, also wie aus dem Fastbreak, jetzt haben wir den erlebt, endlich. Ja. 12-7, die Ballverluststatistik. 12 bei Berlin, 7 bei Bamberg. Ball ist noch im Spiel. Schön von Wood, den muss er jetzt machen, Allen, ja. Aber ich sag dir noch was, Teamkandidat, ja, jetzt in der Situation mit knapp 7 Minuten noch zu spielen, es muss sich was ändern. Also das wäre für mich ein potenzieller Kandidat, dem ich jetzt wirklich ein bisschen Einsatzzeit geben würde. Und er kann auch die angesprochene Schwäche von außen, von der Dreierlinie bisher, der Berliner. Da ist ja auch jemand, der kann 2, 3 Dreier mal einstreuen. Die Leute angeht, er erwartet vor allem defensiv sehr viel von ihm. Und ja, also wenn er 1, 2 kleine Fehler macht, merkt man schon, dass er ein bisschen ängstlichen Blick Richtung Bank hat und Gordon Herbert das dann auch zu quittieren weiß. Sagen alle, die eben mit ihm zusammengearbeitet haben. Und deshalb ist er auch nicht müde am Ende eines Basketballspiels. Oh je, da wollte er Tucker anspielen und der BUM! Und der BUM! 83-86, es geht die nächsten 9 zurück. Es sind noch knappe 5 Minuten hier. Das geht noch für die Albatrosse. Wood. Es geht noch für die Albatrosse. Den Berliner rein. Wenn es zählt, soll die Verantwortung übernehmen. Und PJ Tucker. 8 Punkte Führung Bamberg. Ball ist bei Allen. Simonovic, der muss jetzt mal einen reinhauen. Er trifft nichts von außen, aber Allen gut beim Offensiv-Rebound. Im Stehen. Jetzt. Im Stehen geblockt, dass die relativ unter Bluthochdruck leiden hier. Meinst du rot wie die T-Shirts? Ja, vor allem die Köppe. Sehr schön. Bei Berlin Allen 22, Weaver 16, Wood 15, Taylor 12. Allen macht ihn, 87-82, knapp 3,5 Minuten noch. Bamberg geht als Favorit in die Playoffs der BeCo Basketball Bundesliga. Berlin wahrscheinlich.